Am anderen Dorfende, in der Werkstatt von Thomas Bahls, sollen wir es mal versuchen. Auch ein junger Mann, der hier im Ort eine alte Familientradition aufrechterhält. Was ist denn hier immer so gemacht worden? Na, Hufbeschlag. Hufbeschlag? Ja, alles Mögliche, ja. Was ein Schmied früher gemacht hat. Ne? Sein Vater hat hier bereits Pferde besohlt. Hufbeschlag, ist das nach wie vor? Nee. Das hat sich erledigt, ja, weil es keine Pferde mehr gibt, oder? Kann ich nicht, habe ich nicht gelernt. Ach so. Ja, so Tore, Zäune und sowas, ne? Metallbauarbeit nimmt. Das Schmiedefeuer ist leider aus. Hier entstehen sonst besondere Stücke, Zaunstäbe. Ah. Ja, die gibt es unbedingt so zu kaufen. Die sind links, rechts gedreht. Aha. Das ist eine besondere handwerkliche Kunst, ja? Naja, die mache ich hier so. Also sonst kriegt man das alles nur in eine Richtung gedreht. Wir würden ja so ein Schmiedefeuer gern mal sehen. Ist das aufwendig? Das, Ja, das muss ich jetzt erst anmachen. Also das dauert ein bisschen. Das geht nicht so schnell. Und was wird das hier? Das sind Treppen. Schließlich lässt er sich doch überzeugen. Ein Schmied ohne Feuer, das will Thomas Bahls nicht auf sich sitzen lassen. Den Geruch von Kohle, Ruß und Metall kennt der 36-Jährige schon aus Kindertagen. Vater, Großvater, Großcousin, alle sind Schmied gewesen. Vor 13 Jahren dann ein schwerer Schicksalsschlag. Der Vater stirbt plötzlich. Herzinfarkt. 48. Mit 48? Mhm. Auf einmal steht er als junger Mann mit dem Familienbetrieb alleine da. Was war dann für Sie so der Auslöser zu sagen, Mensch, ich führe das weiter, ich lasse das hier nicht eingehen? Ja, damit das nicht eingeht. Ne? Das war schon nicht einfach, ne? Schwere Zeit, ne? Die Interessen, da kommt ja erst später, wenn man sich so da reinfindet, ne? Ja. Vorher hat man von nichts Ahnung gehabt. Viele Worte macht er nicht, aber mittlerweile hat er sich reingefunden, sagt er. Mit seiner Frau und den drei Kindern lebt er gerne hier. Sein Sohn ist zwar erst 3, aber vielleicht wird auch mal ein Schmied aus ihm. Und, hat er Interesse? Noch geht's. Ja. Haben sie überall für Interesse, ne? Thomas Bahls steht uns gegenüber vor einer schwierigen Entscheidung. Sein Zaunpatent soll nicht die große Runde machen. Das habe ich erfunden. Was haben Sie erfunden? Das dürfen wir eigentlich gar nicht zeigen, Fans. Da müssen wir ein paar Schnitte machen, denn. Wir versprechen ihm, keine Berufsgeheimnisse zu verraten und halten uns auch daran, als sein Angestellter Sebastian Mietzner dem Metall den speziellen Dreh verpasst. Viele Kunden besinnen sich wieder mehr auf echte Handarbeit, wollen genau solche individuellen Stücke von ihrem Dorfschmied. Wenn es so weiterläuft, wird es noch eine Weile gehen, ne? Das klingt nach einem zufriedenen Süderholzer. Ja, genau. Auch ihn ruft nun wieder die Arbeit. Noch ein junger Unternehmer, der hier auf keinen Fall wieder weg will.